Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Godfall-Video eingeschaltet habt. Auf Basis dieser Waffe, Schwert des Archonten, habe ich ein neues Sperberbild entwickelt und das ist extrem stark. Damit könnt ihr den Turm easy clearen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Erst das Bild, dann Gameplay und wenn euch mein Content gefällt, dann hier unten der rote, fette Abonnieren-Button und jetzt würde ich sagen, let's go! Schauen wir uns ganz kurz den Kyras allgemein an und gestern wurde ich im Stream gefragt, hey Dreed, wie baust du eigentlich solche Builds auf? Das ist eigentlich relativ easy zu erklären. Ich schaue mir immer den Kyras an, hier zum Beispiel spezialisiert auf Seelenbrecher-Aufladung der Sperber. So, dann gehe ich hin, versuche natürlich das zu forcieren, dass er noch stärker wird über die Seelenbrecher-Aufladung, dass wir da wirklich unseren Fokus draufsetzen und dann packe ich defensive und offensive Komponenten ein. Defensive Komponenten sind zum Beispiel Verteidigung, Widerstände und Life Leech. Offensive Komponenten sind sowas wie zum Beispiel Crit-Schaden, Waffentechnik, Aufladezeit, Waffentechnik, Schaden und. Das hängt immer tatsächlich vom Kyras ab und dann gehe ich hin und mixe das so, dass es eine perfekte Synergie gibt für den einzelnen Kyras. Und hier spezialisieren wir uns natürlich auf den Seelenbrecher. Also der Sperber, 10% Seelenbrecher-Aufladung, Archontenzorn, Aktivierungseffekt, erzeugt eine Schockwelle, die Seelenbrecher-Aufladung auf Gegner in der Nähe anwendet. Während des Archontenzorns 100% Seelenbrecher-Aufladung, erzeuge eine Schockwelle, die Seelenbrecher-Aufladung auf Gegner in der Nähe anwendet, wann immer du einen Gegner seelenbrichst. Das muss man natürlich verstehen, um dann das oder die Synergien darauf aufzubauen. Und da kann man tatsächlich unterschiedliche Builds für den unterschiedlichen Kyras anwenden. Das erstmal zum Sperber. So, da ist das Ding Schwert der Archonten, eine verfluchte Waffe, die ich im Lightbringer-Mode gefarmt habe. Ganz wichtig für euch, wo kriege ich die Waffen immer, wenn wir von verfluchten Waffen reden im Lightbringer-Mode. Wenn wir von Urinstinkt-Waffen reden, könnt ihr diese im Turm aus den Truhen farmen. So, hier die verfluchte Waffe habe ich natürlich freigespielt. Da müsst ihr dann halt die unterschiedlichen Aufgaben machen. Entweder Mobs im Turm killen, Boss im Turm killen oder in den Traumstein und. Steht immer schön unten drunter und dann geht ihr zur Schmiede und entflucht die Waffe quasi. So, jetzt haben wir hier eine starke Feuer-SPS-Waffe mit 252% Seelenbrecher-Aufladung, wenn Macht ein schwächstes Attribut ist. Deswegen haben wir auch unser Bild so umgebaut, dass wir hier Geist und Vitalität als stärkste Attributsform haben und dann Macht das schwächste Attribut ist. Ja, haben wir auch noch schön hier schön die Widerstände draufgekloppt, haben eine ordentliche Crit-Treffer-Chance und ordentlichen Crit-Treffer-Schaden. Das sieht man hier sehr gut und das ist unsere Hauptwaffe. Und ihr werdet später im Gameplay sehen, wie ihr einfach die Gegner zum Schmelzen bringt und die Bosse, denn ihr brecht denen so schnell die Seelen oder die Seelenaufladungen. Das geht so schnell, richtig, richtig strong. Dazu liebe ich es einfach, den Dunkelstern Zermalma zu spielen. Es hat den Grund, ich farme gerade auch Urinstinktwaffen und ich finde immer noch eine der stärksten primären A-Fixe ist halt die Zeitblase, gerade wenn ihr normale Mobs besiegt. Bei den Bossen ist das ja nicht mehr ganz so stark wie früher, trotzdem noch extrem strong und wir wechseln immer zu der Waffe, wenn unsere Polarität voll aufgeladen ist. Ja, dann wechseln wir die Waffe, schallern unsere Waffentechnik raus, Nord- und Südtechnik, das seht ihr auch später im Gameplay, und dann lassen wir die Blase erscheinen. Ich habe im Cut jetzt mal gerade die Waffen getauscht, damit ihr auch mal seht, hier Seelenbrecheraufladung 310,5%. Ja, wirklich amazing mit diesem Schwert. Schauen wir uns den Glücksbringer an. Und der Glücksbringer mit den zwei A-Fixen und auch die Halskette mit den zwei A-Fixen könnt ihr, glaube ich, nur ergrinden, wenn ihr das Fire in Darkness Update habt. Das bedeutet, ihr müsst es nicht spielen, beziehungsweise ihr müsst es nicht haben. Ich habe auch noch eine Alternative für euch, das ist überhaupt kein Problem. Hier sieht man das nur, das ist eigentlich so best in slot, wenn ihr hier natürlich einen Talisman habt mit den zwei Primär-A-Fixen. Aber ist wirklich keine Pflicht, zeige ich euch gleich auch warum. Hier spielen wir, wann immer du einen kritischen Treffer landest, erhalte 7% Waffentechnikladung und 36% Waffentechnik-Ladegeschwindigkeit für 10 Sekunden. Waffentechnik extrem wichtig, gerade die Nordtechnik mit dem Schwert schallert schön die Seelenbrecheraufladung rein. Ja, und dann immer noch schön dabei, wann immer du einen Schwachpunkt triffst, verschieße ein Geschoss, das 3522 physischen Schaden verursacht. Geht natürlich noch geiler, ist jetzt aber erstmal den Stern, den ich hier hatte, der auf diesem Bild Sinn macht. Ich zeige euch jetzt aber nochmal zwei sage ich mal, Alternativen. Ganz klar, kann man immer zocken, Mondzeichen. Ja, hat aber wieder Macht. Müsst ihr draufschauen.
9% kritische Trefferchance und dann halt auch noch die richtigen Affix dabei. Müsst ihr halt austarieren, ob das dann bei euch passt, wenn ihr 270 Macht reinschallert, weil denkt dran, Macht muss immer euer niedrigstes Attribut sein. Der Katzentalisman. Der wäre natürlich auch noch eine Alternative, den ich mal gerne testen möchte. Wahrscheinlich baue ich dann das Bild nochmal um, werdet ihr aber dann erfahren. Und hier der Löwentalisman, das ist auch ein Talisman, den man sehr gut zocken kann. Geht sich aber auch aus, wenn wir jetzt hier 170 Macht dazu rechnen und hier die Vitalität abziehen, dann passt das trotzdem noch. Also sollte normalerweise passen, weil ich hatte vorher auch den Mondtalisman drin. So, hier habe ich das Mal der Dolanten als legendäres Amulett drin. Stelle 110 Gesundheit wieder her, wann immer du einen kritischen Treffer landest. Ja, ganz wichtig, deswegen haben wir auch hier unsere Crit gepusht. Ich finde halt immer, diese ganze Life-Leech-Sache ist extrem stark in dem Spiel, wenn man weiß, wie man das aufbauen muss. Hier geht aber auch was besser, aber da hatte ich noch keinen. Nämlich, das ist diese Halskette, von der ich eben gesprochen habe. Und zwar gibt es auch diese Halskette hier, Kololabas Vermächtnis. Die hat nämlich auch zwei Affixe. Und hier muss man natürlich auch schauen. Ich werde das hier vielleicht mal testen. Das ist auch eine schöne Sache. Aber wie gesagt, weil die hat nochmal Archontenzornladung und Gesundheitsüberschuss, wann immer du einen Gegner brichst. Also auch eigentlich eine gute Kette, die wir auf dem Bild spielen können. Ja, muss man mal austesten. Aber das ist halt so eine Kette mit den zwei Affixen, die extrem strong ist. Ansonsten habt ihr es ja gesehen, die Kette, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, die man sehr gut spielen kann. Oder auch, welche Kette auch immer geht, ja, ist zum Beispiel das Amulett des Betrügers. Davon habe ich sogar eine in der Urinstinkt-Version, ja. Wenn deine Gesundheit auf 0 sinken würde, behalte eine Gesundheit und werde 7 Sekunden lang unverwundbar. Das Ding kann man immer zocken, ne, und da habt ihr auch Vitalität drauf. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut, ja, und müsst ihr dann nur schauen, welche Affixe zu euch passen. So, dann die Ringe, Zweis Umarmung, erhalte 87 Gesundheitsüberschuss, wann immer du einen Schwachpunkt triffst, plus 108% Gesundheitsüberschuss Bewahrung, den hätte ich natürlich gerne nochmal in der Urinstinkt-Version, und dann immer, wann immer du einen Schwachpunkt triffst, erhalte 2% Archontenzornladung und 38% Archontenzornladegeschwindigkeit für 10 Sekunden. Ich bin ein sehr großer Freund davon, auch bei den Ailment, bei den Effekten, Statuseffekten, auch den Archontenzorn zu pushen, weil da legt ihr wirklich nochmal richtig Damage zu, und wenn ihr den schnell reinbekommt und schnell aufladet, seid ihr extrem strong. Das in der Kombination mit dem richtigen Banner, hier Mesas Banderole, 20% kritische Trefferchance, 42% kritischer Schaden. Was man aber natürlich auch zocken könnte, ist wie immer Standarte des Goldenen Löwen, 7% Waffentechnik, Schild sowie Archontenzahn Ladegeschwindigkeit. Aber da wir hier viel auf kritische Trefferchance und Leben back bekommen, ja, ist das extrem stark auch mit Mesas Banderole zu zocken. Also diese beiden Alternativen, die Standard des Goldenen Löwen, könnt ihr natürlich auch gerne zocken. Das ist auch eine sehr starke Alternative. Hier den kosmischen Ätherstein, 66% Archontenzorn Aufladegeschwindigkeit und 130% Archontenzorn Schaden. Dann nochmal alle Widerstände drauf und so weiter und so fort. Also das hier ist auch ein sehr starker Stein, den ich hier habe in der Urinstinkt-Version. Deswegen habe ich den genommen. Welchen man aber auch hier zocken kann, ist natürlich ganz klar. Und da seid ihr auch wieder frei. Der funktioniert auch super. Tränen eines Archonten. Ja. Da pusht ihr euren kritischen Trefferchance, den kritischen Trefferschaden. Und damit kriegt ihr auch wieder viel Leben. Ich bin aber, wie gesagt, ein starker Freund davon, auf den Archontenzorn zu gehen und dann schön durchzubursten, weil ihr kriegt Bosse in einer Archontenzorn-Burst-Phase wirklich down. Eine der wichtigsten Punkte, die Verstärkungen. Und hier sehen wir sofort, ja, auch die Verbesserung, Leute, das unterschätzen viele, aber 100 Geist, 35 Erdwiderstand, das ist schon einfach krass. Verbesserung der Verstärkung ist extrem wichtig. Angefangen mit der Ausdauer, angrenzende Verstärkung gewähren zusätzlich 80% Vitalität, Erdwiderstand drauf, Schaden angebrochenen Gegnern 100 Geist. Dann die Götterreise, 23% Waffentechnik, Ladegeschwindigkeit für 10 Sekunden, wann immer du einen Gegner parierst. Da die Gesundheitsüberschussbewahrung noch mit rein und auch wieder Geist gepusht. Ganz wichtig ist auch die Gesundheitsüberschussbewahrung, denn wir bekommen sehr, sehr oft Gesundheitsüberschuss und dann tickt das nicht so schnell ab. Dann die Erholung, erhalte 2% Bannerladung, wann immer du einen Gegner die Seele brichst, und das machen wir sehr oft,
und dann noch schön den Archontenzorn-Schaden gepusht. Schaden am blutenden Gegner leider nicht optimal, da kann ein anderer Affix rein. Ich habe aber alles platt gemacht, wo ich jetzt wieder angefangen hatte und einen besseren hatte ich noch nicht. Dann die Belastbarkeit, erhalte 87 Gesundheitsüberschuss, wann immer du einen Gegner die Seele brichst, auch Opti für dieses Bild. Und dann Schwachpunktschaden, Kriegshammerschaden, Semi und Waffentechnikschaden wieder top. Dann hier unten die göttliche Leitung, erhalte 50% Archontenzorn Ladegeschwindigkeit für 10 Sekunden, wann immer du getroffen wirst. Top und da auch wieder schön der Archontenzorn Schaden drauf. Dann hier Fokus, erhalte 71 Gesundheitsüberschuss, wann immer du einen kritischen Treffer landest. Das machen wir auch relativ häufig. Da 42% Schwachpunktschaden und 20% Waffentechnikschaden. Die Bürgschaft, sehr, sehr nice. Wurde wohl genervt, aber ich finde es trotzdem nice, weil du halt immer die Schwachpunkte ermittelst oder aufgedeckt bekommst, wenn du gerade auch in der Kombination bist. Das bedeutet, schön mit der Nordtechnik und dann mit der Südtechnik rein. Schwachpunktschaden, Waffentechnikschaden, Polarisierungsbonusschaden. Dann haben wir hier die schwarze Saat. Wann immer du einen Gegner mit einer Waffentechnik besiegst, erhalte 12% Ladung und deine nächste Schildfähigkeit verursacht 70% mehr Schaden. Auch hier Archontenzornschaden drauf und hier Macht. Und dann haben wir der Stolz des Löwen. Erhalte 63 Gesundheitsüberschuss, wann immer du einen Gegner besiegst. Hier haben wir Luftwiderstand und 6% auf alle Widerstände. Man sieht ein schöner Mix aus defensiver und offensiver Fähigkeit, aber harter Life Leech. Ja, denn die Seelenbrecher-Aufladung macht schon extrem viel Schaden und daher kann man hier auch schön defensiv reingehen. Gerade in den höheren Turmleveln, ja, ab, sage ich mal, 20, da ist schon eine defensive Power auf jeden Fall vonnöten. Daran scheitern halt sehr, sehr viele, dass die Widerstände nicht passen und dass die defensive Power nicht da ist, weil es bringt dir nichts, wenn du einfach One-Hit bist und nicht weiter farmen kannst an der Stelle. Deswegen liebe ich eine starke defensive Base, weil Schaden machst du genug über deinen Playstyle, über den Archontenzorn und so weiter. Der Skillbaum, die Fertigkeiten, Waffentechnik, einer unserer Hauptschadensquellen, muss natürlich rein. Seelenbrecher brauchen wir bei diesem Sperrbar-Bild nicht drüber zu reden. Pflicht, Vitalität, Macht, Geist, alle Werte. Für mich in jedem Bild Pflicht, genauso wie Widerstand. Ja? Diese auf jeden Fall immer rein. Kritische Trefferchance ist so ein bisschen diskussionswürdig, weil es sind einfach nur 3% und ihr kriegt halt über A-Fixe auch stark die kritische Trefferchance. Da bin ich oft am Überlegen, ob ich mir die 5 Punkte nicht spare und dann eventuell ein paar Plays hier mitnehme. Da werde ich noch dran arbeiten, beziehungsweise werde ich das Ganze mal testen, wie sich das in meinem Playstyle überführen lässt, weil hier auch absaugen, habe ich schon lange nicht mehr gespielt, wollte ich mal tryen, vielleicht lasse ich die Punkte mal weg, weil ich finde halt 3% wirklich nicht so viel, wenn man sich überlegt, wie viel Trefferchance man doch oft über das Gear bekommt. Ja, 5 Punkte, da könnten eventuell nochmal andere Skills wichtiger sein. Banner finde ich extrem strong, ja, den Banner aufzustellen und deswegen gehört er auch gepusht. Ne, gerade die Ladegeschwindigkeit und die Dauer, das macht schon Sinn. Haben wir schon drüber geredet. Schwachpunkte auch extrem wichtig. Hier habe ich nur einen Punkt reingesetzt. Ich habe hier keine Probleme mit dem Parieren. Und ja, ich finde diese Ability nicht so stark. Was aber gut Schaden macht, ist die Sprintangriffe. Aber ich fand jetzt in diesem Bild, muss man nicht unbedingt durchscannen. Kann man aber machen. Dann Niederschlagung, das ist auch so ein Playstyle-Ding. Ich finde es manchmal ganz nice, auch gerade gegen größere Gegner, dass man die niederschlagen kann. Wobei ich hier auch immer am Überlegen bin, in den höheren Turmleveln macht das nicht mehr so viel aus. Aber es gibt oft diese ganzen Hexer, Magier, Verzauberer, Heiler und so weiter. Und die kann man dann schön aus dem Spiel nehmen. Und außerdem ist man auch sehr mobil. Deswegen liebe ich es, wenn ihr Gegner mit der Waffentechnik killt, das seht ihr auch später im Playstyle, könnt ihr die mit E anvisieren und mit C hier auf dem PC dann wieder niederschlagen und das macht natürlich guten Damage und das ist aber eine Playstyle-Frage, müsst ihr nicht unbedingt skillen, ihr könnt auch hier die Punkte zum Beispiel nehmen und dann in die Polaritätsangriffe setzen oder in die Erholung, ja, da seid ihr völlig frei, das ist eine Playstyle-Frage, ganz ehrlich. So, dann die Raserei, es ist immer so eine Frage zwischen Raserei und Polaritätsangriffen, ich habe hier tatsächlich die Raserei voll mit reingenommen, denn wir bleiben oft auf dem Schwert und wechseln, wenn die Polarität voll ist, aber wir pushen unsere Polarität nicht hart, deswegen dauert es auch eine Zeit lang, bis die Polarität voll ist, deswegen habe ich mich für Raserei entschieden
und dann die Polarität aber trotzdem mitgenommen, weil wenn die Polarität dann voll ist, dann ist es nice und dann nimmt man den Punkt gerne mit. Aber wie gesagt, hier gibt es ein, zwei optionale Dinge, die man sicherlich machen kann. Dann hier den kritischen Trefferschaden und den Archontenzorn natürlich mit rein. Die ganzen Aufstiegspunkte gehen wir natürlich nicht im Punkt für Punkt durch. Ich finde halt die komplette linke Seite extrem strong und dann halt immer das, was passt. Aber ihr könnt ja sowieso alles skillen, ja. Ich mag halt Waffenladegeschwindigkeit, gerade auf dem Bild. Und Beutebonus finde ich auch immer gut. Ich bin ja erst ein paar Tage wieder dabei, deswegen erst 102, aber ich komme trotzdem überall super durch und ich weiß, wie extrem strong der Char noch wird. Also hier pusht man seinen Charakter noch extrem. So, und dann aber natürlich die Mächte, da muss man sich entscheiden, kann natürlich immer hin und her wechseln. Ich mag halt das Ausweichen, Raserei Ablaufzeit verringert, gerade auch für den Archontenzorn. Dann Gesundheit wiederherstellen, wenn immer du einen erkrankten Gegner besiegst. Natürlich, wenn ich jetzt auf ein Ailment-Bild, auf ein Krankheitsbild spiele, dann 25% Schaden für jede Krankheit. Das müsst ihr halt immer wechseln, so dass es passt. Aber dann habt ihr es mal wenigstens gesehen, wie ich gerade meine Einstellung habe. Wir starten mit dem Gameplay in Prüfung Nummer 11. Und hier sieht man, oder ich schaue hier immer erstmal, okay, welcher Gegner ist der, der mir am meisten auf die Nüsse geht. Und das sind die meistens mit Schild. Und natürlich hängt das auch immer davon ab, welche Stärkung man hat, ja. Wie man spielt. Das ist ja so ein bisschen Rook-like-Faktor, ne, mit den unterschiedlichen Modifikationen. Und hier ganz wichtig, deswegen auch die Niederstreckung, ja. Ganz, ganz wichtig, anvisieren. Wenn ihr einen Gegner mit der Waffentechnik erledigt habt, könnt ihr ihn anvisieren und dann finishen. Und das ist gerade extrem stark gegen die Schildgegner. Deswegen habe ich das Ganze reingenommen. Außerdem könnt ihr dann auf Long Range auch solche Gegner niederstrecken, die euch wirklich nerven. Ja, wie zum Beispiel Heiler, Hexer und so weiter. Jetzt sieht man hier, wie wir schön durchmarschieren. Aber es ist ja auch noch 11. Wir gehen gleich rein in weitere Level bis hoch zu 30, wo ich wirklich einen epischen Fight hatte, der lange gedauert hat. Ich glaube, um die 30 Minuten. Aber das war auch extrem schwer, weil ich hatte ein bisschen Pech mit meinen Modifikationen und musste dann am Ende gegen den Rage-Drachen spielen. Hier schön einen Boss auf Stufe 12. Damit man auch sieht, dass das im Early Game auch gut funktioniert, sieht man mal, wie stark die Seelenbrecherladung ist und wie wir den Boss auf Level 72 schön runterrasieren. Überhaupt kein Problem. Und jetzt kommen wieder die Schildgegner. Ja, da natürlich schön den Parry rein. Und achtet auch mal auf unsere Überheilung. Ja, Gesundheitsüberschuss. Mega strong. Gerade im Banner, ja. Also Wahnsinn eigentlich. Jetzt nehmen wir hier den Polaritätsschaden mit vom Hammer. Und dann machen wir die beiden auch noch platt. Also deswegen habe ich auch immer gerne einen Mix aus einer leichten und einer schweren Waffe, um die Gegner schneller zu brechen. Aber hier haben wir überhaupt kein Problem mit der Zeit und dann finishen wir die schnell weg. Wir springen auf das Level 24 und hier wird es schon langsam interessant. Wenn man hier einen Hit abbekommt, dann tut es schon weh. Ja, man sieht das gleich. Jetzt war ich hier nicht direkt weg. Und darauf müsst ihr achten und dann ging schon wirklich viel verloren. Ja, und der ist auch noch Rage. Aber hier der schöne Hammerschaden. So, und hier der nächste Boss. Und der ist jetzt Stufe 96. Ja, und ihr seht, wie wir den einfach mit diesem Bild komplett rasieren. Ja, mit dem Schwert schön rein da. Archontenzorn ist auch direkt wieder da. Also extrem geil. Funktioniert einfach wunderbar, ne? Und der Damage ist amazing. Und das waren jetzt nicht die besten Stärkungen für das Bild, die wir hier in dem Run bekommen haben. Das geht noch viel intensiver. Ja, es gibt ja noch solche Stärkungen wie 100% Fahrstuhl-Damage oder nochmal, was weiß ich, x% auf Seelenbrechung. Also, das ist Wahnsinn, ja. So, auch wieder hier der Finisher. Ich liebe ihn einfach, deswegen spiele ich ihn ganz gerne. Später macht er aber nicht mehr ganz so viel Schaden, aber trotzdem kann er manchmal wirklich entscheidend sein. Hier nehme ich jetzt erst den Trash raus, ja, weil er extrem strong ist. Klar, ich sage euch ganz ehrlich, achtet am Ende auch nicht mehr auf die Schlüssel. Es gibt einen Perk, da kriegt ihr weniger Schaden, wenn das Ding umläuft. Das seht ihr unten, die Stärkung. Du nimmst 30% weniger Schaden, nachdem deine Zeit in Prüfung abgelaufen ist. Das ist extrem stark. Das könnt ihr sogar noch pushen.
Und das wird euch später helfen, weil, ganz ehrlich, Schlüssel habt ihr sowieso genug. Ja, ich fahre mal gerade meine Kamera hier zur Seite. Ihr seht es, ich habe jetzt hier 65 Schlüssel gerade an der Stelle. Also das ist überhaupt kein Problem. So, und hier seht ihr auch, wie viel wir aushalten. Und hier ist es ganz wichtig, dass der Trash halt weggeht, weil der stunt uns die ganze Zeit durch. Ne, aber wenn wir mal einen Fokus drauf haben, dann gehen die immer ziemlich schnell weg. Das sieht man hier schön. Ja, und das sind 96er. Also Turm 24 ist schon eine ordentliche Nummer. Da geht schon zur Sache. Ne? Und je nachdem, welche Primes ihr habt oder Elite-Gegner, kann das schon ganz schön nervig sein. Hier nur das Ende für euch, weil das war wirklich ein extrem langer Fight. Weil Edler Kagani in der instabilen Form. Ja, ich musste extrem vorsichtig spielen. Ihr seht es auch hier. Ja, ich darf eigentlich keinen Hit bekommen, weil ihr seht es sofort, wenn man einen Hit bekommt, hier habe ich nicht aufgepasst, dann ist schon eine Menge Energie weg. Ja, und da muss man erstmal die Fesseln alle platt machen. Also das dauert schon seine Zeit. Jetzt muss ich hier versuchen, schnell den Kristall zu zerstören. Das gelingt mir eigentlich relativ früh. Ja, und jetzt kann ich schön Damage fahren und den in aller Ruhe platt machen. Da war ich auch wirklich froh, nachdem ich das hier erledigt hatte, weil man sieht es ja, allein die Prüfungsdauer hier extrem lang. Ein bisschen unglücklich gewesen, dass du auch keinen Archontenzorn bzw. dass der gesperrt ist. Das ist natürlich extrem nervig dann an der Stelle, aber dann kommt der Damage rein. Ja, und hier spiele ich dann mit dem Hammer, um den Safe über die Range zu setzen. Aber Wahnsinn! Aber Bild funktioniert, Stufe 30 geklärt, also ihr kriegt hier ein Top-Bild von mir präsentiert, ja. Ja, das war's. Turm clear. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Bild hilft euch weiter. Trotzdem, jeder Run ist immer abhängig von den Modifikationen und natürlich auch von eurem Playstyle. Es gibt wirklich viele Situationen, da muss man extrem passiv spielen. Man muss schauen. Damage ist wirklich nicht alles. Achtet wirklich auch auf eure Widerstände. Ne? Ihr könnt das gleiche Bild spielen ohne Widerstände und ihr werdet so aufs Gesicht bekommen. Das ist unnormal. Also bitte wirklich, achtet auf die Widerstände. Versucht die hochzupumpen. Auch egal welches Bild. Ich habe es gestern nochmal gemerkt. Live im Stream beim Phoenix-Bild. Und ja. Leute, wenn euch mein Content gefällt, dann drückt den roten fetten Abonnieren-Button und wenn ihr das Game kauft oder upgradet, denkt an meinen Epic Creator Code, auch wenn ihr sonst irgendwas im Creator Store kauft. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, bye, euer Dreed, ciao.